Hallo meine Freunde und herzlich willkommen wieder hier zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Nordheide mit dem Wow Tino. Das bist du eigentlich für ein Opferkind manchmal, ey. Ich frage mich wirklich manchmal echt, was dir deine Eltern damals gegeben haben. Was dein Gehirn hat weich werden lassen. Geh mal da raus, ich will jetzt da rein. Ja, ich will mal kurz was überprüfen wegen Öl, letztens noch. Arsch. Mama. Ich will Luzerne ernten, Mann. Ja, schön, du hast mich gerade beleidigt. Bist du bescheuert, du machst mich hier nach. Ja und? Na wie, na und? Ja, was ist daran so schlimm? Was war jetzt die Beleidigung, das Opferkind oder dass das dir deine Eltern irgendwas gegeben haben, was nicht gut gekommen ist? Deine Existenz. Hä? Hä? Was, deine Existenz? Das war eine Beleidigung. Was habe ich denn gesagt? Deine Existenz? Das hast du auch. Er versteht es gerade nicht, ist aber erstmal relativ leider sicher, dass das da. Na gut, muss passen. Hä? Kann der Excel gut laden, der Rode? Weiß ich nicht. Was habe ich jetzt mit Existenz gesagt? Das kann ich nicht. Du hast doch mit Existenz gar nichts gesagt. Das war deswegen eigentlich gerade wieder eher eine Anspielung auf dich, aber wie gesagt, lass mal. Sache, du bist ein. Sprallo. Ja, du bist ein größeres, ja. Ein Sprallo. Ich will jetzt hexen. So, jetzt noch schon mal unten. Irgendwie werden die Felder nicht fertig, habe ich das Gefühl. Irgendwie kann ich mich. Aha, erzähl ruhig weiter. Ja, das Spiel hat sich aufgegangen. Jetzt geht's wieder. Naja, also irgendwie. Was ist denn? Zeig mal her. Zeig mal her jetzt. Och Randy, was machst denn du? Was ist denn das für eine Hühnerkacke? Der Wort war aber dummer, was andere. Ja, unten, oben, unten. Funktioniert sehr gut. Das hier drüben ist noch nicht reif. Eigentlich, wenn die im den Stadium sind, sind sie reif. Okay. Da hat er jetzt was rausgeschmissen hinten. Ja, das war krass vorne. Was an sich aber auch häckselgut ist. Häckselt ja alles. Jetzt können wir die Luzerne nicht häckseln, müssen wir jetzt erklären. Ey, ist doch ein Scherz, oder? Müssen wir doch häckseln können? Das kann doch nicht mehr wahr sein. Was ist denn das hier? Was für ein Symbol? Das häckselgut? Zeig mal. Symbol ist doch häckselgut, oder? Selbst wenn, muss der Häcksler ja reagieren. Warum wird das Scheiß, die Scheiße hängen in die Reihe? Ich kann's ja nicht sagen. Aber nehmen wir die Zeit wieder runter, normalerweise muss das ja schon lange reif sein. Aber das wird irgendwann nicht reif, ja. Auch verfaulen ist so aus, davon abgesehen. Immer wieder Spaß. Es ist zum Heulen. Warum geht das jetzt nicht? Haben wir noch irgendwo was anderes angepflanzt? Ja. Fahren wir hier hinter auf Feld 17. Das gehört uns zwar nicht, aber theoretisch können wir es ernten. Ich weiß nicht, warum das nicht reif wird. Aber keine Fehler, das. Ich nehme an, dass das Hex so gut ist, obwohl das irgendwie komisch aussieht. Ich weiß auch nicht. Ja. Gesundheit! Oh, danke.
Ich hab mein Taschentücher. So nicht bin ich das, ja. Oh Gott, oh Gott. Das geht. Ha. Verstehe ich trotzdem nicht. Das gleiche Symbol geblieben, oder? Ja. Was ist jetzt Häckselgut, was man theoretisch in die BGA schmeißen oder was? Ne, in Silo schmeißen. Was und dann abdecken müssen. Richtig. Wie Mais halt. Ja. Machen wir das Feld einfach, würde ich sagen. Möchtest du? Ich will auch mal. Ah, da ist er wieder glücklich. Normalerweise hättest du das als Lob sehen müssen. Als was denn für ein Lob? Das Nachmachen. Das hättest was? Das Nachmachen, das hättest du doch als Lob sehen müssen. Ist ja nicht so, wenn ich dich nachmache, hast du ja jetzt so symbolisiert, das ist scheiße, als wäre Gott, als wäre das scheiße. Naja. Würdest du deine eigene Dings als sinnfrei oder blöd hinstellen? Sagen, naja, ja, wenn man jemand nachmacht, macht man ihn ja doof, oftmals. Irgendwie nicht. Nicht, gut. Also ich hab dich nicht doof gemacht. Mein Gott, ich hab's jetzt auch nicht so dramatisch gesehen. Zieh deinen Rock wieder aus. Du hast meine Gefühle verletzt. Und das tut mir unendlich überhaupt nicht leid. Ja, danke, siehst du. Dann ist ja melodramatisch werden. Wie wär? Das muss ich jetzt schon wieder beleidigen. Es war eine Anerkennung. Tatsache. Lohnt sich das überhaupt hier? Ist nicht. Doch ja. Nicht uns, also von daher. Du hast einen Anhänger. Wenn? Siehst du aber voll wird. Ach so, ja, hat er aus halt, ne? 14%. Ne, wie viel wär's denn? 15. 14, 15. Hast du eigentlich den Key noch gekriegt? Ja, ja. Dann geht's ja. Gamescom ihn ausgeben, aber ne. Hat er gesagt? Hab ich einen kleinen Angebot. Ja, wollte es eigentlich auch im Stream machen, bloß die große Mehrheit war dagegen. Okay. Ja. Was eigentlich aber auch wiederum nicht so schlecht gewesen wäre, weil es gab noch 4 deutsche Kanäle in der Zeit. Die das gestreamt haben? Ja. Ein total unbekannter. Der aber auch so seine 400 Zuschauer hatte. Ihm halt noch mit 600 und noch irgendwie einen, den ich noch nie gehört habe. Lieber 1000. Oh naja, wenn es die Mehrheit nicht will. Schade eigentlich. Jo. Hat mal einen langweiligen Kopfdienst. Weil der AMA3-Update rauskam und keiner konnte mehr großartig drauf. Oder dann das Verhältnis 5 zu 46, 36 zu 0. Wie? Also von oben angerechnet Kopf Sanitäter Ziffs 5 zu 0 zu 36. Überhaupt keine Zivilisten? Nee, also Kopf Sanitäter Zivilisten. Ach so. Von oben herab 5 0 36. Machst na, aber es ist doch okay, oder? Beschissen, 5 Cops. Ja, na 5 Cops beschissen, aber hast doch zu tun. Nee, eigentlich nicht, weil sich die Spieler dadurch kaum Cops da sind und nur so wenig Cops, das kannst du nicht die ganzen Bereiche, die Flächen abdecken. Damit rüstest du die Spieler nicht. Was hast du da gemacht? Oh, naja, wir hatten schon mal so einen Heli rausgeholt, auch da waren welche, die waren aus der 15 Minuten drauf, die haben gleich mal Drogen gemacht. Sind dann halt abgehauen mit ihren Pickups, dann gegen Stein gefahren, haben sich dann gleich ergeben. Wussten gar nicht, wo sie hin sollten. Ach, dann war noch irgendwo anders eine Schießerei. Es ging. Ich hätte lieber eine Stadt gebaut. Ja. Hey. Bitte schon mal weg hier. Oder mal hier. Starknebel. Starknebel. Das Ding ist eigentlich ganz cool, ziemlich fix.
Wie viel hast du drinne? 34. Also 14.000 Liter. Ah, das ist mit der Luzernische. Ach, das ist... Ja, versteht's halt nicht. Hm, willst du hin? Keine Ahnung, ich hab gedacht, ich fahr mal hier rüber. Einfach für Verwirrung stiften. Da fahren wir nicht rein, genau. Hast du verdient. Ich glaube, das mit dem Vorsprung kannst du mal lassen, weil sonst sind ja alle Futterdrüge leer. Wir haben jetzt schon 2 Tage. Ja, ich weiß, deswegen. Jetzt muss es ja so fertig sein. Also mach ich mal noch mal kurz hier volle Stunde. So ein Mist mit der Luzerne, das gibt's gar nicht. Schönes kleines Dreieck hier. Du hast, glaube ich, nicht mehr viel Diesel drin, ne? Hör doch mal auf, mich abzudrängen. Alter, du hast, glaube ich, nicht mehr viel Diesel drin. Ne? 110 Liter, reicht. Bist du gut geschätzt? Sprichst du es gerade ins Nirgendwo, ne? Hm. Auch das passiert. Bin ich beeindruckt. Ich schätze das, wenn das dann nur noch so eine kleinen Ecken hier sind. Flups, flups. Boah. Den Rest machst du so weg. Da haben wir rausgekriegt, 20.000 Liter. Hm. Das ist nicht so der Burner. Ein halber Hänger. Und ist die Luzerne fertig? Das sehe ich gerade noch nicht, weil die Textur baut sich erst auf. Hier drüben ist immer noch nicht fertig. Nö. Geil, verpackt. Dann nimm die auch nicht mit. Keine Chance, dann nimm die auch nicht mit. Lass mal nochmal Gras probieren, ich will mal wissen, wie viel da rauskommt. Jo. So, ich würde, ich kippe aber schon mal aus. Ist halt noch komisch, ist genau die Stellen, die ich schon erst besät hatte, so zu Ende gesät hatte, die sind nicht fertig. Wie jetzt? Ja, ich hatte ja schon bei der letzten Season angefangen. Ach so, ha. Und die sind reif und die ich jetzt gerade eben angepflanzt habe, die nicht. Ja, irgendwas ist komisch. Aber eine Luzerne brauchen aber, also die Zwischenfrüchte brauchen ja nicht länger. Nee. Ja, wenn ich so die Scheiße halt auch noch grubbern. Grubbern. Bis nicht mehr. Ja, doch, geht ja. Wo ist er denn? Ja, warte.
Muss ich auch noch mal danken. Sieht eigentlich mit der Zeit aus. Jo, passt, würde ich sagen. Deswegen sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüss.